Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Jurassic World Evolution 2. Und das hier ist immer noch unser Jurassic Park. Da hinten im Hintergrund sehen wir den Wasserfall, den wir natürlich alle aus den Kinofilmen kennen. Und ja, in der letzten Episode waren wir dabei, zum einen ein bisschen Expeditionen loszuschicken. Zum anderen, wow, was ist das? Da fliegt einfach mal ein Jeep durch die Gegend, aber zieht immer noch Schlieren hinter sich her. Also seit dem letzten Grafikkarten-Update macht es das leider Gottes einmal. Also seit dem Treiber-Update, um genau zu sein. Aber irgendwas muss ihn ja durch die Gegend gescheucht haben. Man weiß es nicht genau. In jedem Fall sind wir derzeit dabei, unsere nächste Aufgabe zu erfüllen, nämlich als Hauptziel hier den Tyrannosaurus Rex zu synthetisieren und auszubrüten. Ob das alles so funktioniert und gut wird und läuft, das werden wir sehen. In jedem Fall haben wir einige neue Fossilien bekommen, die wir weiter ausbrüten werden. Und ja, derzeit sind wir zumindest, was das Geld angeht, auf einem guten Wege. Parkbewertung sieht soweit eigentlich auch ganz gut aus. Ja, hat immer noch Potenzial. Also ist noch Platz nach oben, wobei die Parkbewertung ja schon ganz gut ist. Aber mit mehr Sauriern wird natürlich auch... Ach, der beliebteste Saurier ist der Apatosaurus. Ja, das ist doch super. Das freut mich. Bringt uns ja dementsprechend auch Geld ein. Gucken wir nochmal hier rein. Heißt, unsere Parkausgaben sind derzeit gleich geblieben. Der Gewinn ist dementsprechend... Ja, hier anzusiedeln, na, und das, sind ja, das ist der Gesamtumsatzeinnahmen minus dem, ergibt das. Ja, dann müssen wir nochmal gucken, ob wir hier möglicherweise bei den einzelnen Dingen, die gerade aufgezählt wurden, also Gästebewertungen und so weiter, noch ein bisschen was rausholen können. Gut, gucken wir nochmal rein, was können wir denn hier machen? Das ist doch zum Beispiel auch wieder ein cooler Saurier, der Euplocephalus. Euplocephalus Saurier. Da können wir doch schon mal ein bisschen was rausholen, möchte ich meinen. Und da haben wir schon eine ganze Menge von da und wir haben auch eine ganze Menge von Dingen, die wir verkaufen können. Aber wir fangen einfach mal mit den großen Brocken an, weil sie natürlich Bernsteinfarben im Baumharz die größte Erfolgswahrscheinlichkeit geben. Also hier gibt es schon mal 23 plus. Wissenschaftler zuweisen. Was brauchen wir da? Drei Wissenschaft. Dann nehmen wir die beiden und los geht's. Gut, hier vorne gucke ich auch nochmal rein. Forschung abgeschlossen. Fleischfresser. Das ist schon mal gut. Warum auch immer wir jetzt hier landen. Gucken wir mal in den Tab rein. Wir haben die Forschung Fleischfresser abgeschlossen. Und dann würde als nächstes Forschung Fleischfresser groß kommen. Aber das würde bedeuten, nachdem wir das jetzt abgeschlossen haben, dass wir neue Ausgrabungsstätten zur Verfügung haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir denn den Tyrannosaurus Rex finden. Ja, wahrscheinlich noch gar nicht, weil wir noch auf dem Weg zu den großen Fleischfressern sind. Aber hier haben wir einen Coelophysis. Habe ich noch nie gehört. Da hätten wir den Majungasaurus. Hier. Ach, guck mal. Der erste Fischfresser, Suchomimus. Oder hatten wir den schon mal? Bin mir nicht sicher. Die sind nicht neu. Hier hinten hätten wir den. Okay, ja. Nö. Ich sehe jetzt erstmal nichts, was hier wesentlich neu gewesen wäre. Aber wir sind ja auch noch am Bearbeiten des Ganzen. Das heißt, mehr Platz haben wir hier derzeit eh nicht, können also auch nicht weitermachen. Gut. Diese Wissenschaftler brauchen eine Pause. Bubble Tea? Nope. Wo haben wir es? Einmal kurz orientieren. Da, Personalzentrum. Da wollen wir doch die 70.000 kurz investieren. 75.000. Um die beiden
wieder ein wenig zu entspannen. Ausruhen machen wir hier auch. Ja, und dann wird das. Grundsätzlich könnten wir, meine ich, vielleicht noch irgendwo einen weiteren Wissenschaftler hinzugewinnen. Müssten wir mal schauen. Können wir noch einen hinzufügen? Ne, wir haben 6 von 6. Heißt, wir müssen sie weiterbilden. Führt kein Weg dran vorbei. Nicht zugewiesen. So. Können wir ihnen weiterbilden? Trainieren. Trainingspunkte 1 von 1. Würde für mich bedeuten, dass wir ihn vermutlich erstmal nicht. Doch, können wir doch. 50.000. Dann machen wir doch hier in der Genetik noch einen dazu. Ja, und die anderen müssten wir im Zweifel raushauen. Ne? Also dann teurere einstellen und möglicherweise höher qualifizierte mit den teureren gleichzeitig einstellen. Das müsste doch dann eigentlich funktionieren. Genau, jetzt gucken wir nochmal in unsere Brutstätte. In den Bestand rein. Wir haben 3 von denen hier. Apatosauriern. Großer Hunger. Modifiziert. Schauen wir auch nochmal rein. Es sind noch 2 Modifikationen verfügbar. Zum Beispiel eine andere Hautfarbe. Was haben wir hier? Forschung erforderlich. Das ist effizienter Stoffwechsel. Und hier hätten wir Appetit und Durst. Ja. Lebenserwartung, das haben wir da. Belastbarkeit könnte man hier schon mal noch hochschrauben. Toleranz, ja. Forschung ansehen. Da springen wir mal ganz kurz hin. Das wäre dann dieses hier. Effizienter Stoffwechsel. Kostet nur 100.000. Können wir demnächst mal angehen. Also wir müssen das eh nach und nach alles freischalten und erforschen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und solange wir das nicht brauchen, können wir das auch deaktivieren, weil es einfach weniger Strom kostet und ich hoffe dann auch im Unterhalt weniger. Gut, macht trotzdem nicht so richtig viel Gewinn. Diese mittelgroße Einrichtung, diese macht auch nicht wirklich viel Gewinn. Eigentlich machen sie sogar Verlust. Ja, keine Ahnung, ob das was bringt. Ja, und Getränke läuft auch nicht so rund. Toilettenversorgung, ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die hier einfach noch ein paar Bros brauchen, mit denen sie dann zusammen dieses Gehege teilen. Da ist einer. Gucken wir nochmal rein. Drosaurier mag nicht und mag. Also er mag Sauropode, Ankylosauridae und Stegosaurid mag er. Toter Saurier, das ist nicht so gut. Ah, oh, da liegt einer. Nee, das war falsch. F war das. So. Toter Saurier entfernen. Okay. Zum Glück haben wir von denen genug. Aber auch hier gilt es dann irgendwann nochmal reinzugucken, wo wir möglicherweise noch welche nachbauen müssten. Bestand 10, Bestand 7, Bestand 4. Ja, gut, die sind mir zu teuer, um die jetzt nochmal auszubrüten. Pachyrhinosaurus.
Da hätte ich ja eigentlich Bock drauf, ne? Auf die hier. Aber das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Aber im Grunde genommen liegt es genau daran, hier ist einfach noch die Attraktivität zu gering in dem eigentlich relativ großen Gehege. Und daran muss gearbeitet werden. Produkttransport wird durchgeführt. Verwaltungsansicht, gucken wir auch nochmal rein. Ja, da hinten rum fehlt halt noch eine ganze Menge. Das sind doch aber schon unsere... Langhälse drin, oder? Haben wir die hier reingepackt? Ich meine doch schon. Ja, da sind sie. Würde bedeuten, dass wir hier in dem Bereich in jedem Fall noch die ein oder andere Einrichtung mit reinbauen müssten. Gäste. Kleine Einrichtung, mittelgroße Einrichtung. Ich meine, kleine Einrichtungen reichen hier erstmal aus. Und das Problem war, dass wir einfach keinen Platz mehr hatten. Ja, wir können jetzt hier den Weg abreißen. Oder hier könnten wir natürlich auch was hinstellen. Terrainbeschränkungen, das ist natürlich wieder nicht so gut. Na, oder ich muss den Zaun noch mal ein Stückchen verschieben. Das würde es dann vielleicht wieder möglich machen. Probieren wir das mal mit dem Zaun. Ja, ist eine 4. Ja, machen wir das mal so. Lassen das mal fertig bauen und dann reißen wir den anderen Zaun hier ab. Und zur Not müssen wir die Straße da halt auch nochmal verlegen, abreißen. So, und an der Stelle zweiter Versuch. Da hat es mir doch gerade glatt das Spiel einmal zerrissen und ist abgestürzt. Was soll man sagen? Dann bauen wir den Zaun halt nochmal in der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert und dass er nicht erneut zum Absturz gebracht wird. Warum auch immer jetzt an der Stelle mit dem Zaunbau abgeschmiert ist. Jo, also bleiben wir dabei. Wir probieren das jetzt hier abzureißen. Diesmal klappt es. Bin ich schon mal schwer begeistert. So, und jetzt geht es darum, hier eine weitere Gästeattraktion reinzubauen. Eine kleine Einrichtung. Ah, siehst du, ich reiße diesen Weg hier auch noch mal ganz kurz ab. So, drücken wir mal auf Pause, dann ist das auch einfacher hier zu gestalten. Gäste, kleine Einrichtung. Könnte man jetzt zum Beispiel hier hinten in die Ecke packen. Ja, darum kümmern wir uns dann gleich. Ich möchte erst noch weiter bauen. Und vielleicht hier direkt eine zweite Einrichtung daneben. Gut, eine dritte Einrichtung passt jetzt an diese Stellung, an diese Stelle vermutlich nicht mehr. Hätte höchstens dahin gepasst. Dann müsste man das hier allerdings nochmal anpassen. Wäre aber im Zweifel kein Problem. Ne? Ja, ja.
Gebäude bewegen, das ist natürlich auch gut. Bewegen wir es mal insgesamt weg. So, bewegen wir es erstmal hier hin. Aber wenn ich das richtig sehe, dann... ach doch, offensichtlich wird es gefordert, gebraucht, benötigt. So, dritter Versuch hierfür. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, und dann müssen wir hier natürlich jetzt nochmal den Zaun ein wenig anpassen. So, das lassen wir mal bauen. Dann ist das Gehege jetzt leider ein Ticken kleiner geworden, aber irgendwas ist ja nun mal immer. So, Zaun ist fertig. Heißt, wir können das hier abreißen. Weg nicht verbunden. Jo, das habe ich mir gedacht. Dann nehmen wir den hier. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wann ihr denn das letzte Mal Jurassic Park bzw. Jurassic World gesehen habt. Bei mir ist es zum Glück gar nicht mal so lange her, weil ich durch das Spiel mal wieder richtig Bock drauf bekommen habe, mir das anzuschauen. Ja, und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, müssten wir jetzt, wenn wir hier mal, ach, das war wieder falsch, hier mal in die Verwaltungsansicht gucken für Schutzräume. Nö, ist alles gut. Geringe Nachfrage, aber abgedeckt. Hohe Nachfrage. Gut, das heißt, da müssten wir noch einen Schutzraum irgendwo hinbauen. Und vor allem müssen wir da natürlich auch nochmal dafür sorgen, dass die Abdeckung insgesamt gut wird. Ne? Also... Und dass das Terrain abgedatet wird und so, dass wir hier mit dem Terrain dann auch die Chance haben, weitere von diesen Anlagen hier zu bauen. Aber erstmal verbinden wir jetzt den Weg. Bitte gerade, genau. So, und wir generieren in jedem Fall Geld. Das ist schon mal sehr erfreulich. So, 5... ohne Strom. Jetzt gucken wir nochmal bei Bewegen. Ha! Passt daneben. Perfekt. So, jetzt bin ich gespannt, ob das ausreichend ist oder ob hier einfach gerade ein bisschen... Nö, im Stromverbrauch selber dürfte es nicht liegen. Das heißt, die dürften gleich mit Strom versorgt werden. Das heißt, aromatisierte Milchcafés, die nehmen wir nicht. Hier hätte ich gerne ein komplett anderes Häusle. Jetzt sag mir nochmal, wo ich das konfiguriere. Anderes Essen oder Einkaufen. Geschenke wollen wir hier haben. Anwenden. Nö, Abendkleidung glaube ich nicht, dass da so viel Interesse dafür ist. Konfigurieren. Fahrzeug gefährdet, ja. Perlen, Plüschtiere. Saurier-Adoption. Also grün und T-Shirts, ja. Aber T-Shirts haben wir auch schon eine ganze Menge, ne? Perlen, nö. Ja, gut, aber wenn das ist, was gefordert ist, dann machen wir das natürlich. Noch mehr T-Shirts. Wir brauchen
Einmal die ganz normalen hier, grau und grün im Schwerpunkt. Da, Fossilienausstellung. Skelettausstellung. Aber nehmen wir das noch mit dazu. Jo, das müsste doch eigentlich passen. Abendkleidung. Nee, 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 nee. T-Shirts. Ja, irgendwie funktioniert mein Bindestrich hier nicht, aber ist in Ordnung. Gut, haben wir hier. Dann hätten wir hier aromatisierte Milchkaffees. Vielleicht machen wir da auch was anderes draus. Ingwerbier. Nee. Hier wissen wir noch nicht, was es denn werden soll, weil das noch nicht mit Strom versorgt ist. Warum ist das nicht mit Strom versorgt? Weil das da vorne auch noch nicht mit Strom versorgt ist. Und das da ist auch noch nicht mit Strom versorgt. Warum ist das nicht mit Strom versorgt? Wo stand es denn jetzt vorher? Ja, okay, dann müssen wir uns einmal gucken, warum das so ist, wie es ist. Weil der Spaß hier müsste das doch eigentlich auch von da nach da ziehen können. Ja, ist nicht sonderlich schön, ne? Da so ein Klotz direkt dahin zu stellen. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das hier noch nicht miteinander verbunden ist. Also dieses Stromwerk mit dem anderen. Und dass wir hier eigentlich noch eine Leitung bräuchten. Weil hier ein Kraftwerk nicht genügend Strom produziert. Genau wie das da. 60 von 60. Ja gut, dann machen wir das doch so. Erhöhter Output. Ganz klar. Damit hat sich die Stromproblematik immer noch nicht gelöst. Also hier ist jetzt durch. Geht mir auch ein bisschen auf den Sack, ne? Dass das hier so starr im Weg steht. Wo ist denn das nächste? Das passt da wahrscheinlich nicht mehr mit rein, ne? So, okay. Meine Herren, also von der Steuerung ist es manchmal auch ein bisschen hakelig. Gut, dann nehmen wir den jetzt hier. Gebäude bewegen. Da passt es hin. $7,75 Millionen auf dem Konto. Da bin ich doch schon mal mehr als happy. Gucken wir nochmal hier rein. Wie weit sind wir? Damit sind wir fertig. Das heißt, da können wir weitermachen. Der ist einer zu viel. Aber so kommt 11 hinzu. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen Platz. Und verdienen uns 230.000 dazu. So, wen nehmen wir denn? Schnellere Synthese. Das könnte dann das hier sein, ne? Aufgabe starten. So, wir machen trotzdem weiter mit dem Spaß hier. Verstärktes Umspannwerk. Weil irgendwo scheint ja hier noch ein Punkt zu fehlen.
So, und jetzt müsste es eigentlich passen. Noch ein toter Saurier. Moment, wo? Da vorne. Gut, dann holen wir den ab. Und ja, dann hilft alles nichts. Dann müssen wir die Brutstätte mal wieder aktivieren. Und nochmal gucken, jetzt nachdem wir nur noch zwei von denen hier haben. Wissenschaftler-Limit 3. Dass wir hier dafür sorgen, dass die ausgebrütet werden. Achso, jetzt habe ich den, der synthetisieren kann, natürlich eher für was anderes verwendet. Ne? Also wir brauchen hier 11 in der Forschung. Und der eine, der besonders gut ist, der kommt da gerade natürlich noch nicht hin. Also können wir das gerade gar nicht. Ich muss die unbedingt weiterbilden, hier die Jungs und Mädels. Ne? Aber vielleicht schafft man das jetzt nochmal. Personalzentrum, was können wir hier? Personalzentrumskosten. Ja, okay. Wissenschaftler ansehen. Mal gucken, ob wir die noch irgendwie weiter trainieren können. Was war denn jetzt? Ich. Ach komm. Ich wollte doch bitte jetzt hier den. Einen Wissenschaftler trainieren. Forschung erforderlich. Okay, deswegen. Forschung erforderlich, Forschung erforderlich, Forschung erforderlich. Ist also bei allen die Forschung erforderlich. Schauen wir mal rein. Personalverbesserung kostet uns 500.000. Wissenschaftler-Limit 3. Und wir brauchen 9 davon. Dann hätten wir hier 6 plus 4. Aufgabe starten. 500.000 weg. Das sind auch immer Kosten. Wahnsinn. Aber lieber so als anders. Fossilien werden erforscht. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar von den weiteren Sauriern reinbringen. Wir brauchen mehr Pflanzenfresser. Wir brauchen aber auch vor allem mehr Fleischfresser. Aber für die Fleischfresser brauchen wir vielleicht... Ein, zwei, für die Fleischfresser brauchen wir auch ein neues Gehege. Tja, aber so geht es vorwärts. Langsam aber sicher. Hier, einkaufen. Das ist doch mal ein Ding. Ja, und hinten, da müssen wir auch noch ein neues Gehege bauen. Genauso wie hier. Aber jetzt darf man wieder nicht vergessen, dass... Gestalten des Terrains kostet unglaublich viel Geld. Na, und hier unten, das habe ich ja erst später entdeckt, da können wir ja auch noch Gehege reinbauen. Also ich vermute auch nochmal, dass wir mit dem Jurassic Park, so wie er hier gerade steht, noch eine ganze Weile zu tun haben werden. Ist aber nicht schlimm, es macht mir ja viel Spaß, das Ganze so zu machen und nicht nur durchzurushen, sondern tatsächlich auch Zeit damit zu verbringen, weil dafür bezahlt man immer auch das Geld, ne? Ja, das hier dürfte ja wirklich eine ganze Menge an Gästen anlocken. Hier könnte man im Zweifel sogar größere von diesen Einrichtungen hinbringen, weil die alle komplett natürlich ausgebucht sind, ne? Schauen wir nochmal ganz kurz. Geringe Nachfrage, da wäre noch, ne? Ja, da fehlt auf jeden Fall auch noch nachfragetechnisch etwas Essen. Ja, könnte man also hier vorne noch mit hinbauen. Och, bitte kein Sturm. Es klingt schon wieder nach Sturm.
Forschung abgeschlossen. Das ist sehr gut. Ja, und hier müssen wir nochmal in die Bodenbeschaffenheiten. Können wir auch einfach sagen, den radieren wir hier aus. Dann müsste das nämlich da eigentlich wieder passen. Weg nicht verbunden. Ja, so. Das stimmt. Kommt da noch eine kleine Geschenkeeinrichtung hin. Und dann brauchen wir natürlich noch Strom. Nicht zu vergessen. Palim, palim. Da langt es nicht mehr. Hier allerdings schon. Und nicht schon wieder diese aromatisierten Milchkaffees. Das ist ja furchtbar. Kefir. Was wollen wir denn hier haben? Grün ist auf jeden Fall ganz weit im Kommen. Und 24% von dem anderen. Ja. Ingwerbier. Na, von mir aus. Komm, was packen wir da noch mit rein? Wir müssen auf jeden Fall was für unsere grauen und grünen tun. Also wieder mal eine Fossilienausstellung. Dann hätte ich noch mal ganz gerne grau und grün. Also mal wieder die Skelettausstellung. Und dann nehmen wir auf den letzten. Nehmen wir noch mal gelb mit dazu. Gelb und grün. Hier der gute alte Fischtank oder das Aquarium. Boah, Fischtank. Und dann wird das hoffentlich was werden. Prima. Gut, dann hätten wir hier... Nee, Abendkleidung wollen wir hier nicht. 26 grau und grün. Nochmal T-Shirts. Probieren wir das mal. Saurier-Adoption. Grün brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ja, wer hätte es gedacht. Und dann nehmen wir noch Orange und Gelb. An das gesamte Personal. Unser Wetterdienst meldet einen herannahenden Wirbelsturm. Bereit halten für weitere Anweisungen. Das machen wir, nachdem wir Orange und Gelb haben. Hier den Souvenirladen. Wie wäre es denn damit? Prima. Also, das machen wir, nachdem wir jetzt dafür gesorgt haben, dass erst einmal alle Schutzräume wieder aufgehen. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich. Dü. Ja, lauft, Kinder, lauft! Und da kommt ja schon der Sturm. Ja, meine Lieben, aber an der Stelle drücken wir auf Pause, denn es ist leider schon wieder soweit. Aha, Warnstufe wurde erhöht und damit endet diese Folge, denn es ist soweit. Wir sind schon locker über 30 Minuten drüber, natürlich durch den Absturz ein bisschen geschuldet. Und ja, kommen aber auch vorwärts und in der nächsten Folge habe ich ganz sicher vor, hier noch ein bis zwei von den Langhälsen reinzubringen. Und natürlich weitere Saurier insgesamt in den Park zu bringen, damit hier ein bisschen mehr Anziehungskraft reinkommt. Und ja, hier vorne auch wiederum. Und hier natürlich auch. Ja, also wir brauchen mehr Saurier, noch mehr Saurier und noch mehr Saurier, damit der Park noch mehr Einnahmen generiert. Und es sprudelt und sprudelt. Ja, wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben. Schreibt mir bitte gerne auch in die Kommentare. Da freue ich mich immer drüber.
Und ja, solltet ihr kein Abo haben, dann drückt doch gerne auf den Knopf. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.